Oh, he's on to us. Hmm. Okay, können wir noch weiter nach unten? Nee, halt die Fresse, Alter. Ich hab keinen Bock auf dich, Mann. Shut up! Ich bin halt mittlerweile bereit, dass ich sage, weißt du was? Wir ballern uns einfach nur noch durch die ganzen Gegner, damit ich irgendwie Fortschritt mache. Aber ich glaube, ich habe keine Persona, mit der ich mich einfach einmal so durchballern kann. Daher wird das, glaube ich, schwierig. Ja, da können wir nicht durch. Vorne irgendwie nur eine Tür. Okay, das ist tatsächlich eine Tür. This might work. Aha. Aha. Hey, es ist dieser Kram schon wieder. What's that? Looks like a switch. Ist Satan nicht so stark? Geht so. Halt richtig stark sind eigentlich nur die DLC-Personas. So, wo ist hier der Gang, durch den ich durch muss? Nirgends. Okay, cool. Ah, doch, da vorne. Hihi. Aha. Okay. Fuck. Ah. Come on. Now. Ist das für ein Quatsch einfach, Mann? Was für ein Quatsch! Pieps! Ist der Dude halt auch wieder da, ne? Reveal your true form. Let's go. I recommend attacking any enemy who has a status ailment. Okay, warte mal, wen haben wir denn hier in der Gruppe, der irgendwie einigermaßen was kann? Wir haben ihn mit Level 68, 64, 50. Der kann eigentlich ein bisschen was. Go down! Joker, you're looking cool. Hold up. It's no good. You can't talk to it. Schade. Ich kann ihn nicht überrennen. Ich bin noch nicht stark genug. That easy, huh?
Halt bringt nichts. Das Einzige, was ich kann, ist halt das hier machen. Bester Move einfach im ganzen Spiel. Here we go. Was haben wir hier noch? Los geht's. Hat vergessen, wie man Skills benutzt. Easy peasy. Machen wir doch direkt noch das hier dahinter und dann ist er tot. Schade, hätte ja klappen können. What? Persona! You're mine. Sehr schön. Halt alles nur für einen Insta-Kill, Mann. Was ist los? Okay. We're done here. Sehr gut. Hey, ich finde deine Videos voll cool. Joker. Vielen Dank. Okay. Schade. Let's go. Think again. Don't you know what you're stopping? Sure, we got the clue. Warum darf er nicht zweimal angreifen? Was ist das für ein Müll, Mann? Easy. Los geht's. What? Let's go. Holy shit. Ich dachte, das würde mehr Schaden machen. Let's go. Fuck you, Alter, was ist hier los? Besser ist. Ist das mein erster Playthrough von Persona 5? Ja, ich habe Persona 5 vorher noch nie durchgespielt. Okay, nice. Let's go.
Aber das ist ein bisschen geiler. Okay. We cleaned up. There's a chest. Joker, let's open it. Du glücklicher sehe ich da. Ja, ich struggle gerade so ein bisschen, weil dieses Spiel halt einfach so ultra lang ist, Mann. Ich bin halt so ready dafür, dass jetzt einfach gleich das Ending kommt, wenn ich so ehrlich sein soll. Also ich mag es echt gerne und ich finde auch die Story mega spannend. Aber meine fucking Güte, Alter. Es ist halt einfach damn so. Es können auch einfach 40 Stunden kürzer sein, wenn ich ehrlich sein soll. I'll reveal your true form. Have a bad feeling about that. Psychokinetic should help here. Persona! You can go for its weak Ravage spot. Them. Knock them right off their feet. Nice curse skills will work. Let's go. Hold on. Persona! Do it. That's not right. Persona! Oh mein Gott. So. Oder auch nicht. Ah, oh, ätzend. Haben die noch eine Schwäche? Nein. But don't let your guard down. Let's go. Kind of annoying, TBH. Keine Ahnung. Go! Not what you need, power! Okay! Persona, your power even higher! Take that! Sometimes you just wanna explode. Now, let's continue! Just like I thought! Okay. Huh? That was a little too... Joker, that... Okay, das sieht aus wie eine wichtige Tür. Cool. Kann ich irgendwo speichern? There might be something important here. Why don't we look around? Oh, hier ist noch der... Ich hab die ganzen scheiß Seeds vergessen. Oh, die müssen wir auch noch holen. Oh, nein! Ah! Mega cool einfach. Best game ever. Hat einfach instant fucking gewonnen, Mann. Ist das jetzt wieder so ein Ding, wo ich nach da oben irgendwo muss? Wahrscheinlich schon, ne? It's strong. It has a
significant risk. The opponent is strong. Don't get strong. Has a significant. Kann ich einfach fliehen? There. We're breaking through them. Follow Joker's lead. Okay. Let's go! But there's just one. Don't get sloppy now. The opponent is strong. Don't do anything reckless. Hatten wir den nicht auch schon? Ich bin ziemlich sicher, dass ich den irgendwo schon mal gesehen habe. You're mine. Panther dodges with grace. I'll use my persona. Charge, Johanna! That's our queen. Just stay there. Very disarray. Beat him up. I shall be yours. Let's do this. Persona. Go. Nice. It's time. Hold on. Let's go. Warte. Yeah. Everyone. Okay. Looking good. We're on a roll, huh? Treasure chest spot. Okay. Das war jetzt nicht das, womit ich gerechnet habe. Aber wo ist denn dann der Dingsbums-Seed? Sagt denn da die Karte? Bestimmt da hinten irgendwo, oder? Muss ich jetzt da einmal komplett zurückrennen? Wahrscheinlich schon, oder? Da ist der. Genau da unten. Der ist auch in dem Bereich. Also, wo? Ich hab keinen Bock, den zu suchen, Mann. Haut einfach mit den Infos raus. Somewhere. Hab ich da hinten irgendwie hoch?
Also einen Schacht gibt's hier auch nicht. Da ist halt genau einer. Und durch den kam ich halt hier rein. Ist einfach smart und guckt nach, weil scheiß drauf. So, Brudi, der ist nämlich tatsächlich, wo auch immer ich gerade war, er ist auf jeden Fall irgendwo da unten, wo ich nicht hin zeigen kann. Das heißt, wir dürfen hier einmal langlaufen. Genau, er ist nämlich dort, in diesem roten Bereich da unten. Das heißt, laufen wir mal durch. Warte, nicht hier. Ja, alles ist fucking furchtbar. Los geht's. Ach, wirklich? Fuck. Ach, Mann, ey. Mehr? Nein. Doch. Irgendwann muss ich hier durch. Ich flieg gleich aus dem Palast raus, Alter. Und I don't care so. Es ist ein Kackpalast, Mann. Oh Mann, ey. Ich bin so ready für... dass wir weitermachen können. Ey, ich bin übelst unmotiviert. Ich hab so keinen Bock mehr gerade, ehrlich gesagt. Dieser ganze Palast geht mir so auf die Eier, weil er einfach eine Trilliarde Jahre dauert, Mann. Kann er nicht einfach vorbei sein, so? Das ist das Problem. Jetzt habe ich den Dude hier, der keine Schwäche hat, und muss ich da wieder irgendeine Scheiße mitmachen? Das ist so, oh. Das ist schlimmer als der Okamura-Boss. Weil beim Okamura-Boss habe ich wenigstens das Gefühl, dass ich Fortschritt mache. Hier habe ich das Gefühl, ich renne halt von einer Area, die gleich aussieht, in die nächste, die gleich aussieht. Und ich habe keine Ahnung, also, wo ich bin. So, ist was. Es ist halt einfach echt so anstrengend. So, warum kann ich jetzt die Dings nicht machen? Warum hat der 3 Milliarden HP, Alter? Mein Gott. Ich bin so... Oh. Dude, einfach nur... Here we go. Choice. That's fine.
Zumindest haben wir das geschafft. Okay. So, ab in die Gegenstände. Plündern wir nochmal unsere ganze Geschichte hier, damit wir uns einmal aufheilen können. So, was fehlt noch? La, was soll's. Ey, jetzt sind wir ganz fucking sneaky. I have something. Show me your true form. Oh, that one's really rough. The opponent is strong. Don't do anything reckless. I'll use my persona. Johanna! One down! Go, Queen, go! Und war er nicht irgendwie... Okay, war er nicht. Ach shit. Ah ne, ist egal. Persona! Hold on. Dabazi, danke für den Sub. Ausschuss ist zu kaufen, weil ich Angst hatte, bei den ganzen nicht mitzukommen und man sich tausend Sachen merken muss. So schlimm ist es eigentlich nicht. Also das Spiel macht es schon relativ einfach für einen. Besonders halt Royal. Also du brauchst, also wenn du halt wirklich kein Risiko eingehen möchtest, kann das Spiel dir halt einfach so das halbe Spiel übernehmen. Also es ist schon okay. Es gibt schlimmere Spiele. La. Okay. No match for me. Show me your true form. Surprise attack? It might not have a weakness. Maybe try making it persona. Persona. Let's heat things up. I recommend attacking any enemy who has a status ailment. Also ja, man darf auf jeden Fall keine Pause von mehreren Monaten machen, dann ist man echt so ein bisschen raus. Deswegen fällt sich das halt jetzt so in eins durch, damit ich halt drin bleibe und es halt nicht einfach wieder vergesse, was halt fucking nervig ist, Mann. Persona! Okay. Pandas on the ground. Are you okay? Nur du kannst deinen Partner retten, yo. Gib mir etwas von deiner Lebenskraft. Und du kannst ein Held werden. Hä? Woher kommen die Angriffe? Diese Aufmerksamkeit. Es ist schwer her, ein Star zu sein, yo. Okay. Cute. Oh mein Gott! Sie hat ihn einfach in kompletter Asche vaporisiert, Alter.
Okay. Okay, we're done. I can see it. Let's go. Okay. Oh mein Gott, was für eine Überraschung. Wir müssen als Maus hier durch. Das heißt, wir müssen irgendwo wieder diesen einen Schalter finden, der hoffentlich einfach in diesem Raum hier ist. Natürlich ist das nicht der Fall. Wo ist... Kann ich das auf der Karte sehen? Okay, das ist da vorne. Komme ich hier durch, ohne zu kämpfen? Ja, tue ich. Hoffe ich. Danke. Blub. Ach, so, hier. Awesome, a will seed. The phantom thieves are. We did it. Schau uns im Stream vorbei, von der Story nichts mitbekommen. Die Story ist halt echt richtig gut. Will seed. Nice fun. Also, ich kann mich halt echt nicht bei der Story und der Charakterisierung beschweren, weil halt die Charaktere sind voll cool, die Story ist voll cool. Ist halt auch voll clever geschrieben, finde ich. Ach ja, ist echt gut gemacht. Erinnert sich die Story von Persona 5 zu Royal, sehe ich da? Nicht wirklich. Ich drücke es einfach geradeaus, ne? Nein, tatsächlich nicht. Fuck. Ich muss nämlich nach da unten? Wo zur Hölle muss ich hin? Ich weiß es nicht mehr. Musste ich nach da unten? Doch, ich musste nach da unten, okay. Genau, hier waren wir richtig. Okay, alles gut. Also die Story von Persona 5 zu Royal wurde höchstens erweitert. Okay, anscheinend müssen wir hier weg. Oh, Safe Room. Vielen Dank. Holy shit. A Safe Room? Oh my god. I'll just add this. Ey, einfach 105 Stunden, Mann. 105 Stunden. Habe ich mal Trails of Cold Steel gespielt? Nein, und ich habe kein Interesse. Was ich von den Spielen gehört habe, kompletter Upturn einfach. Alles daran. Dieser gruselige Typ. Wir haben noch gar nichts gemacht. Meine Männer vermöbelt. Okay, cool. Bashen wir dich jetzt. Hä? Aber er ist doch schwach gegen heilig. Warum sind immer alle so... Oh nein! Er ist dagegen immun. Oh, kann ich eigentlich irgendwie sehen, welcher Gegner als nächstes angreift? Ich rate einfach fucking richtig die ganze Zeit. Ich bin begeistert. Nein, oh, ah! No, Brudi, das war die falsche Attacke. Halt so. Kann ich den Spielstand nochmal laden? Das war jetzt schon, nervt mich jetzt schon, dass ich das so verkackt habe. Alright.
Oh mein Gott, Brudi. So, das ist alles, was ich wollte. So. I'll just add this. Nachdem wir das geschafft haben, weiter geht's. Ich bete zu Gott, dass es jetzt einfach nicht noch irgendwie 3 Stunden dauert hier. Das wäre echt richtig wundervoll. Ich bin so sick von diesem Rätsel, Alter. Ich habe so keinen Bock mehr, als scheiß Maus rumzulaufen. Kann ich da einfach rein? Huh? What's this? Come on, man. Das ist wieder in der Haupthalle. Und das natürlich ohne Infos über den Präsidenten der IT-Firma. Er verlässt so gut wie nie sein Zimmer. Niemand sieht ihn hier. Aber wenn er so gut wie nie sein Zimmer verlässt, dann ist er ja trotzdem manchmal weg, oder? Wer liefert das Essen? Okay, let's go with that. Okay, cool. I should write something. Let's go. Herzlichen Dank für den Sub und ebenfalls an Mr. Phytonic und Labazzi, falls ich das noch nicht gesagt habe. Ich glaube, wir müssen mal nach unten, ne? Oder? Da waren wir ja schon. Okay, vielleicht müssen wir doch nicht nach unten. I spotted a strong one. What are you gonna do? Nichts. Oh shit, a rat. Wir haben vor, keine Ahnung, ein paar Wochen in unserer Mini-Mause-Falle einfach eine Ratte gefangen. Das war halt echt eklig. Die war so schwer, Mann. Ich wusste nicht, wie schwer Ratten sein können.
Müssen wir jetzt ernsthaft in dieses komische Restaurant nochmal zurücklaufen und da fragen, was geht? Sich das Essen auch auf das Zimmer bringen lassen. Yes! Gibt es zufällig ein Zimmer, das immer nur den Zimmerservice bestellt? Oh, wir wurden gebeten, das Essen zu bringen. Es ist für den Boss der IT-Firma. Well. Er verlässt sich ja anscheinend nie sein Zimmer, aber Shido hat uns das persönlich aufgetragen. Das Ganze ist streng vertraulich. Wir müssen ihm das Essen also selbst bringen. Nice! Queen ist so schlau! Es müsste über dem Seitendeck sein. Aha, aha. Ich bezweifle, dass meine 2 Monate alte Katze anfängt, irgendwelche Ratten zu jagen. Ich glaube, eher jagen die Ratten meine Katze. Also, mal davon ab, darf die eh nicht raus. Als ob ich meine 1000-Euro Katze irgendwo in Hamburg rumlaufen lasse. Halt. Ach, eher nicht so, eher nicht so. Red Hunter Winston to the rescue. Der muss erstmal 2-3 Jahre alt werden. Dann können wir nochmal drüber reden. Und dann halt auch nur innerhalb der Wohnung. Okay, warte mal. Wie kann ich doch... Also, weil, weißt du, wenn wir richtig smart wären, würden wir einfach unseren Enterhaken benutzen und uns da hochschwingen. Aber das ist natürlich... Oder? Shadow, show me your true form. Hey, guck mal, wir konnten das endlich mal machen. Das wurde auch Zeit. See it. Wie kommt man da hoch? Nicht so auf jeden Fall. Ich kann ja da lang, ne? Aha. Na bitte. Da wäre ich ja nie drauf gekommen, da hochzuklettern. Deswegen bin ich auch das Brain dieser Operation. Hey. Kann ich da auch noch hoch? Okay. Indeed. Das Zimmer des Ziels ist da vorne. Offensichtlich hat er sein Fenster offen gelassen. Ich höre jemanden in diesem Raum. Gerne. Du musst es leider für mich übernehmen, weil ich leider abgekackt bin, weil ich einfach zu wenig getrunken habe. Ich hoffe, das war nicht zu schlimm. Wir sehen mal hinein. That must be the IT company president. I'm gonna go. By yourself? He'll be on guard if we all go together. Plus, it's IT stuff. This is my time to shine. Should we leave it to her? It's been left to me. Cringe Queen trifft auf Cringe Lord. Das kann nur gut werden. This is gonna be tough. Yeah, she's feeling good enough to joke around, so maybe this will be fine after all. Just yell if things get dangerous, okay?
sudden? Those clothes. I mean, why did you come in from the window? Well, the door's locked and you weren't answering. How else am I supposed to get in here? Oh, but I she's got a point. There's totes nothing better than relaxing in your own room. A girl? You're an IT guy, right? I can tell we talk the same language. That's not what matters here. Just who are... Huh? Is that your laptop? This little guy caught your attention, huh? I made it myself. This is amazing. To think you could do this much on a mobile device. Want to see the benchmarks? It can pump out some awesome numbers. Although normally I just use this one as a sub-processor when I'm hacking into a tough system. Hacking? Do you mean like cyber attacks? Ever heard of Medjet? Well, of course. Try not to be surprised by this. Actually, be surprised. I am Medjet. I'm the one who took down the fake. Huh? Don't believe me, huh? Here, this is proof. This is the project server. You identified all of them? If you want my skills, I'll need a letter of introduction. Man, to think the website we prepared got crushed so easily by a mere child. Huh? You prepared it? That's right. Why did you have to go and destroy our work? Because I'm a fan... It was just because I couldn't forgive someone using the Medjet name without my permission. So, why'd you send Medjet after the Phantom Thieves? There was no reason to choose Medjet, per se. Their popularity was convenient for us, though. We knew the Phantom Thieves couldn't target an anonymous group, after all. That's why? Medjet's defeat was supposed to be an act, so their actual fall was quite a shock to me and Akechi-kun. We were planning on shutting it down anyway, though, so it really didn't conflict with our plans. The Phantom Thieves must have enjoyed their moment in the spotlight, not knowing it would be so short-lived. You see, you gotta abuse a tool like the internet. Well, the word abuse doesn't really describe it. The real charm comes in making use of the internet in innovative ways that circumvent legal restrictions. You little... I'm sure you understand. You're Medjet, after all. Isn't it wonderful manipulating all those information-illiterate idiots? What a third-rate fool. Huh? Not only are your skills third-rate, but you stink worse than a third-rate person. Don't treat me like we're equals. I'm gonna reform society. What a stupid idea. Don't tell me you destroyed my website for this so-called societal reform. That's right. It's because I'm a member of the Phantom Thieves. What? Picking on the weak and calling that innovative? Looks like I just gotta ban the guy at the root of all this. Shido, now, you're gonna give me that letter of introduction. Why would I? But how about a computer competition for it? Huh? Don't be ridiculous. I'd rather just kill you. Guys? So this is still what happens in the end. Well, now that we know he has one, this should be the easiest way to get it. Insane. Okay? Holy shit, einfach nur. What? This is in bad shape. The opponent is strong. Don't do anything reckless. Don't do anything reckless. Okay. It didn't work? Es war ein Versuch wert. Nice, Joker. Just a persona. Persona! Ich hab statt Skandalkönigin einfach Salatkönigin gelesen und dachte mir so, hä? What? No holds barred. Persona. Das hat ja nicht geklappt.
Was haben wir denn noch zur Auswahl? Das hier sieht eigentlich ganz cool aus. Brandboost, Feuerverstärkung. Wow, okay. Holy shit, hau raus, Mädchen. Läuft. Es ist einfach eine weitere Salatkönigin. Ich glaube es nicht. Pew. I love that reference. Mega gut. Schwerer Feuerschaden. Versuchen wir das einfach mal. Das war nicht so effektiv. Bro! What the hell? Einfach nur. Okay. War das nicht irgendwie, wenn sie brennen, kann ich Wind machen und das macht dann irgendwie extra Schaden oder so? Das denn? Ah. Ravage now. Aha, sag ich doch. Irgendwie sowas war da ja. Das wird nix. Cool. So, dann jetzt aber. Können wir das auf alle machen? Nö. Habe ich irgendwas, was auf alle geht? Einfach weil es cool wäre. Bei allen Gegnern. Ach, was soll's. Ballern wir sie einfach weg. Nice. Okie dokie, we got a letter of introduction. Making that fake Medjed wasn't the only bad thing you did, right? I want to hear your biggest secret. The cognitive science research. What did you do? Spill it! After extracting the results of the research, I deleted every last scrap of the original data. After that, I encrypted everything we had and put it on a domain inaccessible to normal people. Don't get me wrong, though.
I don't know anything about all the mental shutdowns. Shido, what the hell was he researching? No matter what it was, we won't let him abuse it. Every media outlet is vouching for the inevitable Prime Minister Shido. The public loves you too. We've only made it this far thanks to you. I'm honored to hear that. Now then, I have a favor to ask of you. What might that be? It's about the loyal customers of our mental shutdown business. How about you dispose of all the ones you think suspicious? Right at this moment? But the election is coming up soon. Correct. The earlier the better. Why so suddenly? Did something happen? Nothing in particular. But if something were to happen, it would already be too late. I can understand why you might be nervous, but why not stay calm and hold off until after the election? I'd like to take out all of the trash before my inauguration as Prime Minister of this nation. For the sake of absolute victory, I need all roots of anxiety to be pulled as soon as possible. Anxiety? You've never mentioned such things before now. Shido-san? Do you understand what it means to cross me? Just do as I ask. I'll be counting on you. This is all too sudden. Could it be? Sind das etwa die Phantom Thieves? Ja, Mann, wir haben den vierten Brief. Er hatte tatsächlich einen, obwohl er höchstens C-Promi ist. Dann fehlt nur noch der Säuberer. Sollen wir irgendwo... Wie schon gesagt, dann sollten wir vermeiden... Der Brücke? Vielleicht ist die woanders als gewöhnlich. Shio will ja das ganze Land steuern. Im Maschinenraum. Weißt du noch, wie du dich vorhin über den Rauch gewundert hast? Ah, okay. Bevor wir das machen, muss ich kurz mal eine Pipi-Pause machen und dann geht's weiter.